Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben es heute Mittwoch, 20. Januar, ein historischer Tag in den USA. Joe Biden bekommt offiziell das Zepter zur Landesführung in die Hand. Sehr gespannt, was dort passiert. Bin ich heute, wie sich Trump verhält, was alles so kommt. Da ist einiges, was da nachrichtentechnisch durchaus... Für Bewegung sorgen kann. Wenn allerdings alles glatt läuft, dann schaut es gar nicht so schlecht aus an den Märkten. Deswegen haben wir heute auch ähm, britisches Pfund US-Dollar auf der Uhr. Wir haben SP 500 auf der Uhr. Das zwei wichtige Punkte im Zusammenhang mit den USA. Schweizer Franken, japanisches Yen gibt es dann auch noch. Und der Blick in die USA, ja. Der ist halt auch wichtig, weil wir haben zum einen Joe Biden, da blickt die Welt sehr, sehr positiv rein, auch wenn man auch schon merkt, naja, so ein einfacher Durchmarsch wird das nicht. Wir wissen ja inzwischen auch, dass Biden beispielsweise ähm, nicht ganz so einverstanden damit dem Thema Nord Stream 2 ist und die Abhängigkeit Deutschlands. Oder Europas von Russland, das gefällt dem nicht so. Da gab es die ersten Sanktionen jetzt. Mal schauen, wie das da weitergeht. Aber viel, viel wichtiger ist das, was in den USA passiert. Und da haben wir beispielsweise auch Janet Yellen wieder, ganz in offiziellen Ämtern oder in einem offiziellen Amt. Und wir wissen ja, die Frau Yellen, die meint's gut mit dem günstigen Geld. Und günstiges Geld ist immer gut für die Aktienmärkte. Und da freut sich der Markt auch drauf. Da steigt etwas. Das könnte unter Umständen sogar den Dollar wieder schwächen. Das ist dann gut für Gold. Das ist auch gut für die Long-Bewegung im Euro-US-Dollar. Also da kommt einiges auf uns zu. Ich habe das auf dem Schirm. Und wenn wir morgens hier die Chance haben, dort zu guten Bewegungen reinzukommen, dann versuchen wir das natürlich. Ich halte da alle auch auf den Laufenden. Ja, los geht's. Auf alle Fälle. Mit den Werten, die ich vorbereitet habe, aber auch natürlich wie immer mit dem ein oder anderen Wunschmarkt. Ich sehe hier schon, ähm, wir sehen's. Guten Morgen, Grüße kommen rüber über Facebook und Zoom. Ich freue mich immer drüber. Ich weiß, wir haben ja viele Zuschauer. Die Community wächst auch immer, immer mehr. Das ist auch eine wirklich schöne Geschichte. Empfehlen Sie uns ruhig weiter. Man weiß, es lohnt sich hier entsprechend zuzuschauen. Worauf schauen wir natürlich morgens in der Handelsvorbereitung? Da darf nicht fehlen der Risikohinweis, der ist obligatorisch. Ich bitte wie immer hier in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann äh, kommen wir zur klassischen Tagesvorbereitung. Und da sehen wir hier ein paar Daten für den heutigen Tag. Wir haben aus Deutschland für den Monat Dezember den Erzeugerpreisindex bekommen. Und da sieht man, er steigt an. Er ist auch deutlicher angestiegen als die Analysten die das erwartet haben von einer Prognose äh, bei einem Anstieg oder von einer Zahl von 0,3 ist man ausgegangen. 0,8 sind es dann gewesen. Alles noch nicht ersorgnisbereit regend äh, besorgnis so rum ähm, also hier alles noch in einem vernünftigen Bereich ja die EZB möchte ja auch eine inflation von wenigstens 2%, da sind wir noch weit weit von entfernt aber ich habe das thema inflation ja schon des öfteren angesprochen hier an dieser Stelle, ähm, das wird schon etwas oder das kann schon etwas werden, was hier deutlich, deutlich ähm, negativ sich auch auswirken kann. Man merkt das momentan, ich sagte am Freitag auch noch ein bisschen was dazu. Das Thema auch der Inflation auf Nahrungsmitteln. Da gibt es schon deutliche Bewegungen hier an dieser Stelle. Das muss man wirklich im Blick haben, weil das könnte eine Belastung für die Wirtschaft, für die Bürger sein. Da muss man genau drauf schauen, was passiert. Was bekommen wir heute noch? Ein paar Sachen. Verbraucherpreisindex hier in der EU. Das Ganze um 11 Uhr. US-Präsident Biden wird sprechen. Da weiß man aber noch nicht genau, wann das sein wird. Und dann gibt es heute die API-Rohöllagerbestände. Öl heute, also diese Woche zumindest, alles etwas verzogen durch den Feiertag am Montag. Aber. Das wird nachgeliefert und Öl ist ja auch wieder auf dem steigenden Ast. Das heißt, dieser Aufwärtstrend dort ist auch weiterhin intakt. Alles gut, von der Seite her bleibt man da sehr gespannt, was hier an dieser Stelle <laughs> zu erwarten sein wird. Das die Nachrichten für den heutigen Tag. Und damit würde ich sagen, äh, ja, gehen wir gleich einmal rein in äh, die Charts entsprechend. Ich mache wie immer. Das Bild auch groß, dass jeder die Charts schön sehen kann. Das hat sich ja gut eingebürgert. Danke übrigens da auch für die Rückmeldung, dass das so auf diese Art und Weise besser erkennbar ist. Ja, wir sehen hier an dieser Stelle mal kurz noch den Chart vom australischen Aktienindex. Den habe ich immer wieder auf der Uhr. Gestern oder heute bricht der ganze hier äh, der Index oben aus äh, über, die, über dieses alte Konsolidierungshoch. Wir bewegen uns hier langsam Richtung 7000 Punkte Marke in kleinen Schritten. Ähm, hier so die wellenförmige Konsolidierung unter diesem Hoch hier ist eine gute Geschichte. Wie ich schon gesagt, wenn es jetzt hier positiv weitergeht. Dann haben wir gute Karten erstmal hier Richtung 6900, beziehungsweise erstmal die 6800 natürlich zu überschreiten, dann Richtung 6900 und 7000 Punkte Marke zu laufen. Also da ist einiges am Potenzial da. Wir haben das Ganze schon mal angesprochen, wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, das Ganze hier. Und hier bleibt es auch spannend. Potenzial zur Oberseite ist da auf alle Fälle auch mit da. Das heißt, man sieht hier, wir schauen auch immer mal so ein bisschen über den Tellerrand, über DAX und über Euro hinaus. Wir haben hier ein schönes Potpourri an Trading-Möglichkeiten bei Tickmill. Deswegen machen wir es uns auch zur Aufgabe, hier ein breites Potpourri in den Morgenbesprechungen auf dem Tisch zu haben. Starten wir allerdings mit den Währungen. Ich fange mal mit dem kleinen Nebenteil in Anführungsstrichen an: Schweizer Franken, japanischen Yen. Natürlich keine Mini-Währung, das darf man hier nicht falsch verstehen. Aber Pfund und SP 500 ist in meinen Augen heute viel, viel, viel wichtiger und viel interessanter. Aber. Ähm, mir ist es in der Chartanalyse aufgefallen, äh, was wir hier haben. Brite, äh, Schweizer Franken, japanischer Yen. Not bad to see what happens. Hier haben wir eine schöne Unterstützung unten liegen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die wir sehen, ist oben das Widerstandslevel hier. Na, wartet, ich mache das mal ganz kurz in Rot. Kurzen Augenblick, ziehen wir mal ran. Das ist der Widerstand. Ähm, das ist schon interessant zu sehen, was dort an diesen Stellen passiert, denn. Wir sehen es hier, ich kann eine Linie drüber zeichnen. Das Level hier oben um die 117,80, ist schon nicht von schlechten Eltern. Das ist schon ein Widerstandslevel, das der Markt auch beachtet. Und was man jetzt halt hat hier, ist die Tatsache, dass sich der Abwärtsdruck so ein bisschen nach unten hin bestätigt hat, beziehungsweise er auch zunimmt. Ne? Im kurzfristigen Bereich jetzt natürlich steiler als wie wir das hier haben. Aber die Marke hier oben ist halt momentan ein Mehrfach-Top. Und wenn man sich das Ganze mal hier im Wochenchart anschaut, dann sieht man halt auch, was hier passiert. Das heißt, dass dieser Bereich der aktuell oben als Top da ist, ähm, der hat durchaus eine sehr, sehr hohe Durchschlagskraft, weil dieses Level, äh, was wir hier oben drüber liegen haben, ähm, ist schon ähm, etwas, das nicht von schlechten Eltern ist. Also es ist ein, ein Bereich äh, hier zwischen 100, sag ich mal grob 118 und 119, ähm, der schon deutliche Verkäufe gesehen hat. Das sehen wir hier mit Bild auf die Woche. Das wird im Monatschart genauso ersichtlich hier an dieser Stelle wie wichtig dieser Bereich da oben ist. Und ähm, der gibt uns halt gleich auch noch eine Fahrtrichtung vor. Denn wenn dieser Bereich hier rausgenommen wird, ich klappe jetzt gleich mal hier oben was rein. So, hier oben, zack, da, so dieses Level hier oben. Äh, das ist natürlich ein wichtiger Fakt, äh, den wir hier an dieser Stelle mit sehen müssen. Dann ist der Weg nach oben nämlich frei. Ne? Da könnte sich schön eine ganz schön große Dynamik entwickeln. Und was wir hier halt auch sehen ist, ähm, wenn sich das tatsächlich äh, nach oben hin entladen sollte, dann haben wir im ganz, ganz großen Bild hier, das war die initiale Aufwärtsbewegung. Die Korrektur bewegen, wenn der das nach oben rausnimmt, haben wir auf Monatschart wieder einen Aufwärtstrend und der hat dann durchaus die Chance, oben reinzulaufen über die Marke von 135. Das ist mal ein ordentliches Potenzial, was wir hier drin stehen haben. Aber dazu müssen wir natürlich oben drüber. Und das ist momentan fraglich, ob der Markt das schafft. Das heißt, worauf kommt es an? Es kommt jetzt ganz genau drauf an, was der Markt hier unten. In diesem Unterstützungsbereich so grob um die Marke 116 bis 116,30 macht, fällt er unten drunter durch, ist es relativ schnell offensichtlich, was passiert. Dann haben wir einen validen Abwärtstrend auf Tagesbasis und der hat dann schon ordentliches Abwärtspotenzial hier in diesen Drehbereich rein um die 115,30 bis 35, beziehungsweise hier dieser kleine Kaufbereich um die 114,67 bis 70 und dann hier unten. Das mehrfach getestete Level hier um die 113, 78 bis 80. Das sind die Level, die wir auf der Unterseite haben. Sollte der Markt tatsächlich hier unten drunter durchbrechen, macht das nicht, bleibt er stark, ja? dann natürlich die Oberseite. Und da müssen wir einfach schauen, was passiert hier kurzfristig am Vortageshoch. Und da sehen wir ja, wenn ich jetzt mal kurz in den 4-Stunden-Chart reingehe, dass der Bereich hier oben an dieser Stelle schon ein wichtiger Widerstandsbereich auch ist, wo der Markt sich nicht so einfach von oben, äh, von unten nach oben lösen konnte, sondern da wirklich der Verkaufdruck drauf kommt. Und hier sehen wir es. Im Kurzfristbereich, wenn man sich das mal anschaut, hier Initiale wieder abwärts bewegen, also schön in die Abwärtsrichtung und da sehen wir halt auch, wie schnell das nach unten gehen kann. Und wenn sich das Ganze jetzt bestätigt, hier unten drunter mit Kursen unter diesem Level hier, dann haben wir in der kleineren Zeiteinheit, also quasi dann in den 15 Minuten, ja, das. Passt alles auch ins Bild ähm, tatsächlich wieder den, äh, den, die, die Fortsetzung des dort schon ersichtlichen Abwärtstrends? Und das ist halt das, äh, was ganz, ganz wichtig zu sehen ist. Hier ähm, an dieser Stelle der Abwärtstrend ist halt da. Ne? Also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und wenn sich das hier fortsetzt, wäre das halt entsprechend ähm, die Fortsetzung der Abwärtsdynamik. Hier sind wir schon drunter gelaufen. Das heißt, dieser ähm, Aufwärtsschub, den wir hier gehabt haben, entschuldigt, ich mache das mal kurz in grün, damit das ins Kontext passt. Also dieser Aufwärtsschwung, den wir hier gehabt haben, ähm, der ist jetzt erstmal wirklich gebrochen worden, dieser Aufwärtstrend, und das läuft dann halt nach unten. Da ist ein führender Abwärtstrend, und wenn sich die 15 Minuten tatsächlich jetzt nach unten ausweiten sollten, dann haben wir halt die, die vier Stunden ähm, definitiv hier nach unten drinnen laufen, im größeren Bereich auch, und dann müssen wir die Unterseite angehen. Also sehr, sehr wichtiger Spannungsbereich hier. An dieser Stelle, Schweizer Franken, japanisches Yen, das der Blick. Ich kriege hier gerade auch noch die, die Frage reingeschickt, ob ich den UK 100, also den Fuzi 100, den britischen Aktienindex mit reinnehmen kann. Na, freilich, das ist doch, ach Mensch, <laughs> da freue ich mich ja drüber dass die Fragen kommen ne? und solange wie ich hier nicht 100 Fragen morgens bekomme ähm, kriegen wir das auch alles in der Zeit geregelt das heißt das war der Blick in Schweizer Franken japanischen Yen und damit gehen wir mal jetzt zum Cable also britisches Pfund äh, US Dollar hier erst einmal kurz mit Blick in den Wochenchart so liebe Freunde und was sehen wir denn im Wochenchart wir sehen einen sehr sehr bullischen Markt der Markt hat ein wichtiges Level rausgenommen nämlich hier oben dieses Verkaufslevel um die 104 34,50, das ist jetzt ein, äh, ein, ein Konsolidierungslevel geworden. Heißt also, wir haben hier unten eine schöne Unterstützung, die auch hält. Und das Wichtige war ja, dass wir dieses Level hier rausnehmen und der Markt in einer Korrektur nicht wieder hier unten drunter fällt. Ne? Sollte das passieren, also Abprall von oben innerhalb dieser Range, wir haben ja hier eine Range, ja? der Deckel oben drauf hier. Drüben in diesem großen Verkaufslevel um die Marke von 1,37. Das ist der Deckel oben drauf und die Unterstützung unten drunter haben wir bei 1,34,5. Das ist also eine ganz, ganz klassische Trading Range. So, und das ist jetzt das interessante Thema Range Trading. Da komme ich gleich mal noch äh, für die Kurzfrist mit äh, drauf zu sprechen. Kommt der Schub oben drüber, haben wir hier erst einmal oben das kleine Verkaufslevel hier um die 1,39,65 äh, hier. Da ging es hier hoch und dann hat der Markt hier oben einen Doppeltop gemacht und dann wurde hier der Markt komplett abverkauft. Deswegen hier in diesem Drehbereich hat sich das Ganze entwickelt, die deutliche Abwärtsdynamik und deshalb ist dieser Bereich auch so wichtig. Das heißt, an dieser Stelle ist der Markt sozusagen frei nach oben hin erstmal bis äh, zu 1,39,65, wenn der Schub nach oben kommt. Innerhalb der Range gucken wir uns auch gleich an. Wir müssen aber noch schauen, was passiert denn, wenn wir hier oben wieder einen Mehrfachtop bekommen. Das heißt, wenn wir doch nicht es schaffen, hier oben drüber zu gehen und das Level hier unten um die 1,34,50 rauszunehmen, dann haben wir den nächstgrößeren Auffangbereich erst hier unten um die 1,31,60. Das ist das Drehlevel hier an dieser Stelle. Ähm, wäre dann quasi eine Ausweitung der korrektiven Phase aus der Seitwärtsrange in die, Zeit, äh, in, die, in die Preisleiste unten rein. Mit diesem hier laufenden Aufwärtstrend würde da allerdings nichts passieren hier. Also das, was wir hier an dieser Stelle sehen, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, der ist in Ordnung, der kann bis hier runter korrigieren. Alles überhaupt kein Problem. Ne? Schön wäre es aber, wenn er tatsächlich gleich oben rausläuft. Das wäre dann nämlich ein wirklich schönes Stärkezeichen an dieser Stelle. Und mit diesem ähm, im Hinterkopf muss man einfach schauen, was läuft denn hier. Der Tagesschart, ganz klar natürlich auch aufwärts gerichtet. Das ist wirklich gut zu sehen. Und wir sehen im Tagesschart auch ein paar Marker, die wir uns gleich im 4-Stunden-Chart mal nach anschauen, nämlich hier die Zwischentiefs. Ähm, und das mit Blick in die 4 Stunden zeigt uns halt, was hier los ist. Also das von hier bis hier ist quasi mal die klassische trading range die wir da haben. ich skizziere das ganze mal kurz an. also wie schon gesagt hier ähm, oberseite der range haben wir hier schon ein paar mal gehabt ist angetestet worden äh, und dann haben wir halt die unterseite der range das ist, wäre mal das hier auch hier. Schon ein paar Mal ähm, getestet wurden und dann ging es immer in die Gegenrichtung. Das heißt, hier wird es wirklich interessant, was passiert denn aus den Ranges raus. Wir sehen, wir laufen hier auch schön steil nach oben und das ist jetzt der Punkt. Läuft es oben raus? Das ist der Weg für das gerade eben besprochene Long-Szenario. Ähm, Prallt allerdings ab, können wir uns zur Unterseite hin orientieren und das ist das, wo man einfach nur hier oben schauen muss, kommt hier tatsächlich Druck rein oder nicht? Was wird interessant? Welche Level spielen dann eine ganz, ganz große Rolle? Natürlich wenn wir wieder hier unter diese Marke, unter diesem Auffangbereich hier drunter fallen. Das heißt unter die 13620, dann sieht es eher in Richtung Unterseite der Range aus und das wird sich halt hier oben entscheiden. Also die Kurzfristräder schauen einfach hin in den kleineren Zeiteinheiten, was passiert dort oben an der Oberseite der Range. Schaut mal, wenn hier so etwas wie dort passiert, dass wir ranlaufen abprallen, nochmal ranlaufen und dann so eine Abwärtssequenz reinnehmen, das sind dann halt Zeichen, dass der Markt erst einmal wieder nach unten möchte, Richtung Median der Range, beziehungsweise dann irgendwann, jetzt muss ich wieder in den 4-Stunden-Chart gehen, irgendwann halt unten rein, noch tiefer die Unterseite der Range zu treffen, beziehungsweise sich dann, wenn die Range-Unterseite nicht hält, an den tieferen Leveln zu orientieren. Und da kommen wir dann wieder... Auf diesen Trendverlauf hier zu sprechen und da kommen die Zwischentiefs rein. Das heißt, da hätten wir dann hier das Level um die 1.34.3, ähm, hier die 1.33.02 in etwa. Das kann man sogar noch ein bisschen tiefer ziehen hier unten. Da haben wir noch das nächste Level liegen. Die 1,31,90. Also, da gibt es viel, viel, viel Spektrum. Und das Interessante ist halt einfach auch zu sehen, ähm, wenn wir uns mal ausmessen, was hier passiert. Also, dieser Aufwärtstrend, der hier nach oben gelaufen ist, hat ja hier unten das Korrekturtief gehabt. Und wenn man nur mal die Korrektur oder sei es drum, auch nur dieses Stückchen hier nach unten zieht, ähm, dann sieht man halt auch, welches Potenzial drinnen steckt. Ne? Das heißt, wenn wir einfach mal hier dieses Level nehmen und dann für das Kurzfrist-Trading hier mal oben drauf setzen, da sehen wir schon, dass wir mal oben rauflaufen, hier alleine das Potenzial dieser Bewegung. Da würden wir dann schon bei Kursen von knapp 1,389 das Ganze haben. Wenn man das Ganze noch tiefer nimmt, das heißt in die gesamte Korrektur mit reinzieht, also von hier oben rum bis in die Korrektur und dann oben rauf das Ganze, dann packt man es oben rein und da steht man dann schon. Hier sehen Sie hier oben in diesem Widerstandslevel um die Marke von 1,3965. Also da ist deutlich Potenzial zur Oberseite da und das Ganze ist sollte man durchaus auf der Uhr mit haben. Sehr, sehr spannend hier im britischen Pfund US-Dollar. Und damit gehen wir hier zu den Indizes und die Indizes äh, SP 500 hatte ich gesagt. Wir haben allerdings noch einen Wunschmarkt, ähm, heißt also hier UK 100 und da gucken wir rein, bevor wir auf den äh, SP 500 schauen. Das heißt hier, wo ist er? Kurzen Augenblick, da. UK 100, da ist er. So, <laughs> hier die Stunde, sehen wir, läuft abwärts. Das sollte uns allerdings nicht äh, davon abhalten, äh, die bullische Tendenz im Kopf zu behalten, denn man sieht es hier. Ich ziehe das mal kurz etwas zusammen. Man sieht es hier, der Markt ist schon schön am nach oben trend. Ne? Also hier im größeren Bild haben wir es den Trend nach oben hin. Ähm, Im kleineren Bild auch genau dasselbe. Ich mache das mal etwas dicker, dass man es besser lesen kann hier an dieser Stelle. Schaut mal hier, wir haben hier steigende Hochs. Wir haben hier. Steigende Tiefs. Hier gibt es immer mal die roten Linien. Das ist der untergeordnete Trendverlauf. Deswegen hat man hier auch die Korrekturen mit drinnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier einen aufwärts gerichteten Markt, der in seiner Korrektur momentan drin steckt Und da wird es jetzt natürlich wichtig für die klassische Korrekturplanung. Da muss ich jetzt mal eben ganz kurz hier das Zeichentool wieder bemühen, ähm, weil äh, so schön und gut das ist, äh, dass die Technik uns die Trendzeichnung aufnimmt. Ähm, die wichtigen Dinge äh, sind einfach manchmal zu fein. Und wenn man das mal so nimmt, wie der Trendverlauf ist, äh, wo die wichtigen Marker entsprechend sind, ne, man hat es halt hier, das ist halt sind so wichtige Level, die wir hier immer wieder sehen. Und wir sehen halt in diesem Bereich, schaut mal hier, dieses Level in etwa. Das ist der Bereich, der Kaufbereich, der etwas größere Kaufbereich, äh, wo sich die Dynamik hier nach oben weiter rausentwickelt hat. Ne? Also aus technischer Sicht sind wir hier mit diesem Spike nach oben natürlich in die Trendfortsetzung gekommen. Ähm, das ist auch alles absolut korrekt, aber die reine Lesweise ist halt, dass hier diese Marke um die 6600, äh, ich sag mal grob über den Daumen 40, schon eine Relevanz hat. Und da muss man halt einfach sehen, wie es hier weitergeht. Und das ist ein guter Auffangbereich und da muss man halt schauen, dass sind wir jetzt hier in den Zwischentiefs auch schon immer mal reingelaufen äh, und haben wieder das, die Kaufstärke bekommen. Und da wird es jetzt halt spannend, wird dieser, dieses Level hier Tatsächlich abverkauft, ja, dann muss man einfach sagen, der nächste Anlaufpunkt, den haben wir erst einmal hier unten stehen, unter der Marke von 6400 Punkten, beziehungsweise dann hier drüben das Level um die 6000, etwas unter 6300 Punkten. Das sind dann Marken, die gehen schon unten rein, das sind die Auffanglevel, aber auch hier sehen wir halt, dass diese Auffanglevel halt Relevanzen haben, äh, die der Markt wirklich auch schon oft wahrgenommen hat. Und das ist das, was wir hier sehen und äh, das schauen wir uns jetzt mal kurz noch im kleineren an. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal eben in den Stundenchart auch rein. Ich raff das mal kurz ein bisschen zusammen, dass wir etwas mehr an Historie hier sehen und skaliert das mal ein bisschen anders. So, jetzt haben wir es, denn wir sind jetzt hier zwar in einem korrektiven Abwärtstrend ähm, gefangen, also hier, das ist der, der hier nach unten läuft, ähm, den haben wir da, aber wir sehen auch eine Art Bodenbildung. Also das heißt, das, was sich hier unten entsprechend ab... Äh, Sage ich mal, Bild hier in diesem Bereich, ist der Versuch eines leichten Bodens. Ne? Und das ist jetzt wirklich interessant, äh, was wir hier sehen. Denn mit Blick auf den Trendverlauf an sich, schaut mal hier, ich skizziere es auch hier mal wieder ein, sind wir hier halt nach unten gelaufen, unten rein. So, das sind die letzten Zwischenhochs, die wir hier haben. Dann ging es jetzt in die korrektive Phase rein. Das Ganze hat sich so ein bisschen, sage ich mal, aufgebäumt. Und jetzt haben wir halt eine Situation, die schaut halt technisch so aus. So. Und das ist halt ein Bild, wo man sich sagen kann: Okay, wenn der Markt es schafft, hier beispielsweise drüber zu laufen, dann hier quasi den Aufwärtstrend zu machen, den kleinen, dann schaut das so ein bisschen so aus, als wenn wir hier tatsächlich eine Bodenbildung haben, ähm, die so ein bisschen an eine Schulterkopf-Schulter-Formation in der Inversen ähm, erinnert. Das heißt, dass man sozusagen hier ähm, eine Schulter hat, dass man hier einen Kopf hat und dass ich hier in diesem Bereich die zweite Schulter ausformt. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr, sehr wichtig, äh, was man in diesem Level hat und das Ganze hier im Kleinen hochzuziehen. Und wenn das Ganze natürlich als Umkehrmuster ist, wäre das ein sehr, sehr schönes Szenario, die Kursoberseite, die Trendoberseite wieder zu bedienen. Also spätestens dann, wenn wir hier wieder einen Aufwärtstrend haben, also dass das Ganze dann so ausschaut, wird es echt kurzfristig interessant. Das sind die Early Bird Setups, wie ich die gerne bezeichne, ähm, da rein zu gehen für diejenigen, die sozusagen die Sicherheit brauchen, die müssen schauen, was hier oben passiert. An diesem Bereich hier, das wird dann natürlich wichtig. Aber ansonsten, hier das erste Signal für die Long-Seite wird hier unten abverkauft. Wissen wir, okay, das Long-Szenario hat erstmal keine Relevanz, weil dann setzt sich dieser Abwärtstrend hier fort. Aber geht es hier hoch, haben wir wirklich gute Chancen reinzulaufen. Und die Oberseite abzufrühstücken. Und wir sehen es ja, wir haben hier oben schon ein paar schöne Level, die auch da sind für die Zielplanung. Es ist sehr interessant. Danke für die Frage. Es ist ein feiner Markt. Das sollte man auf der Trading Uhr auch haben. Leg ich mir auch mal hin, so wie ich auch den australischen Markt mir hingelegt hatte, wo im eigenen Portfolio die Positionen auch laufen. Das ist eine feine Sache. Das der Blick in den britischen Aktienmarkt. Und dann schauen wir. Ja, jetzt einmal auf den US 500, das heißt den SP 500 im Tageschart. Und was wir hier sehen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier eine mittlerweile vollendete Umkehrsequenz im laufenden Aufwärtstrend. Kurzen Augenblick, ich lege mal eben ganz kurz das Trendpaket auch mit rein. Das heißt wieder hier das MTON Live, was hier immer im Hintergrund mitläuft, lege ich mir mal gleich in den Chart rein. Und das ist halt echt richtig interessant, denn wenn wir uns mal den kleineren Zeitrahmen anschauen, Leute, es trendet sehr, sehr schön nach oben und das ist ja genau das, was wir hier brauchen an dieser Stelle, zu sehen, wo der Markt hingeht. Und jetzt sehen wir hier natürlich die Abwärtsbewegung. Ich habe hier mal wieder den kleineren Zeitrahmen sozusagen reingesetzt und da sehen wir hier halt natürlich aktuell die Korrektur. Im untergeordneten Trendverlauf. Und ich hatte ja schon gesagt, wir haben hier mittlerweile eine Umkehrsequenz, die tatsächlich auch da ist. Und das ist wirklich schön zu sehen. Ähm, wir haben hier eine sehr, sehr flach verlaufende Korrektur. Das heißt, bis zum Zwischentief hier unten ist noch einiges am Platz. Das Auffanglevel dort ganz grob. Grün gekennzeichnet hier um die Marke von 3660 Punkten. Ähm, das ist interessant zu sehen und wir sehen halt hier den Weg zum Allzeithoch. Die Konsolidierung wirklich da oben ist da und wenn wir jetzt mal hier in die Stunde reinschauen, ja, dann wird es echt interessant zu sehen, was hier entsprechend los ist. Das ist nämlich eine schöne Story und das ist die Wendeformation, die ich gerade angesprochen hatte. Ne? Also selbst äh, wenn das Programm hier noch sagt, gut, der Abwärtstrend ist dort noch vorhanden, schaut mal, der Abwärtstrend, der kam halt von hier oben ähm, ganz klar und da muss man halt auch einfach sehen, äh, wo denn hier an dieser Stelle die wichtigen Level sind äh, und das Programm hat es halt hier runtergezogen. Aber wenn man mal so ein bisschen... In die Feinheiten reingeht das Ganze, dann sieht man halt, egal ob man jetzt das hier noch mit zählt als Ausriss oder nicht, das wichtige Level ist dieses hier. Da sind wir drüber gelaufen und zwar nicht einfach nur so, sondern in einem Trend und das ist das echt Schöne. Hier gab es ein höheres Tief, das war der Anfang und jetzt halt hier. Im Groben, groß nach oben, die Konsolidierung, zack, nach oben. Und da wird es jetzt wirklich spannend, wenn wir es tatsächlich schaffen, dieses Level hier auch rauszunehmen, also deutlich wieder über die Marke von 3810 Punkten zu laufen. Dann ist der kurzfristige Weg erstmal frei, hier oben rein in die höheren Level. Das heißt, hier 3800 um in die 30. Äh, und dann haben wir hier drüben schon das Allzeit-Hochlaufen. Das ist schön zu sehen. Da sehen wir, dass der Markt positiv auf die aktuellen Geschehnisse um die beiden ähm, ähm, Amtsernennungen äh, auch mit eingeht und positive Erwartungen auch hat. Das ist wirklich schön zu sehen. Wir müssen es natürlich auch immer im Hintergrund behalten oder im Hinterkopf behalten, ähm, dass die Berichtssaison jetzt entsprechend losgeht aber äh, da sind die Zahlen entsprechend auch sehr sehr interessant zu sehen. Man sieht, die Banken haben ein bisschen Probleme, die Investmenthäuser entgegen nicht. Für die sind die jetzigen Zeiten relativ gut. Gestern hat Netflix Zahlen gebracht. Netflix ist ja auch einer der Titel, äh, so ein bisschen in der Corona-Krise äh, gewesen, der gut davon performen konnte. Auch hier und jetzt sieht man, Netflix hat ganz ganz tolle Zahlen gebracht. Ich glaube nachbörslich nach den Zahlen sind die um 14 Prozent ins Plus gestiegen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Indizes und wenn wenn man dort das ganze positiv ganz einfach beleuchtet, ist das ganze gut zu sehen. Und wie schon gesagt, das Thema der Banken. Man muss einfach schauen, wie es hier weitergeht, ob man dort tatsächlich so eine Art Kreditklemme bekommt, wenn jetzt in diesem Jahr doch mehr Unternehmen möglicherweise Zahlungsschwierigkeiten anmelden sollten. Das Insolvenzverfahren Level, also die Anmeldung zur Insolvenz, ist ja auch in den USA momentan nicht so gehandhabt, wie das im Normalfall gehandhabt wird. Und wenn man dort, wir haben es ja im Beispiel gesehen, dass die Banken davon ausgehen dass der Markt bzw. Dass die, dass die Wirtschaft vermehrt diese Förderprogramme, diese Notprogramme ähm, in Anspruch nehmen wollen, diese Notkredite, dann weiß man schon, was dort los ist und wie stark auch die USA von der aktuellen Pandemie gebeutelt wird, deutlich stärker als in Europa, wie man das zwischen den Zeilen lesen kann. Und das ist halt wichtig zu sehen. Und das ist das, was der Markt hier momentan spielt. Er spielt mit der Hoffnung auf die Unterstützung der Notenbanken, des Staates und das treibt die Kurse hier entsprechend. Nach oben. Das heißt, die schlechten Nachrichten sind für den Aktienmarkt hier die guten Nachrichten und diejenigen, die davon profitieren wollen, hier im An- und Verkauf äh, bei den Indizes, die spielen halt einfach das Spiel, was der Markt hier spielt und da haben wir die Level ganz klar momentan zumindest eher nach oben laufen. Das zu ja, den Märkten, die wir hier an dieser Stelle haben. Ähm, das war es von meiner Seite für heute hier auch mit der Vorbereitung. Weitere Fragen habe ich nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie immer ein ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag auf alle Fälle und wir hören und sehen uns morgen früh wieder um 8.30 Uhr live und exklusiv hier ähm, bei Tickmill. Das heißt, äh, bis morgen. Tschüss und danke.